Es ist das Ende einer langen Reise. Gunter Holtorf nach seiner letzten Etappe am Brandenburger Tor in Berlin. Mit seinem Geländewagen, den er Otto nennt, hat er 890.000 Kilometer zurückgelegt. So viel wie 22 Mal um den Äquator. Stolz am Ende der Tour, aber auch etwas Melancholie. Mit einem gewissen Grad an Traurigkeit oder Wehmut oder mit der berühmten Träne im Knopfloch bin ich dort gestanden, weil mir klar wurde, dass das der letzte Tag mit Otto sein würde nach 26 Jahren. Mittlerweile ist der 77-Jährige in seinen Heimatort, das bayerische Gollenshausen, zurückgekehrt. Hier arbeitet er die Reise auf. Von seiner Tour hat er eine Karte anfertigen lassen. Mit einem Auto ist niemandem zuvor so eine Reise gelungen. Ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ist in Vorbereitung. Wenn ich mir diese Karte heute angucke, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich an all diesen vielen Plätzen gewesen bin, dass insbesondere der Otto an all diesen vielen Plätzen gewesen ist, die ich auf der Karte sehe. Los geht es 1988. Mit dem Geländewagen Otto fährt Holtorf kreuz und quer durch Afrika. Seinen Job als Geschäftsführer einer Fluggesellschaft hat er gekündigt. Seine inzwischen verstorbene Frau Christine ist mit an Bord. Ihre abenteuerliche Tour finanzieren sie mit Ersparnissen. 2 Jahre wollen sie unterwegs sein, doch als die vorbei sind, fahren sie einfach weiter. Wir waren dann eigentlich so begeistert davon, in der Freiheit zu leben. Das heißt, jeden Tag entscheiden zu können, was wir morgen machen, und haben diese Freiheit ausgenutzt. Auf dem Containerschiff reisen sie mit Otto nach Südamerika. Von dort aus geht es in die USA und dann weiter in den Norden bis an den Polarkreis. Sie reisen nach Australien und durchqueren danach den gesamten asiatischen Kontinent bis hinauf in den Himalaya. Jenseits der Zivilisation war es am schönsten. Das bedeutet die Wüste, nicht nur die Sahara, die berühmte Sahara, auch die Namib-Wüste oder die Taklamakan in China. Also die Wüste, wo wir alleine waren. Ihnen gelingt sogar die Einreise in abgeriegelte Länder wie Myanmar und Nordkorea. Als erste westliche Ausländer sind sie dort mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs. Alles geht glatt, bis auf einen schweren Unfall. Der ereignet sich auf Madagaskar vor der Küste Afrikas. Und ich bin an diesen Abhang rangekommen und bin dann seitlich umgekippt. Der Otto hat eine oder anderthalb Rollen gemacht, aber hat auch diesen Zwischenfall letztlich gut überlebt. Geländewagen Otto wird auf der Tour zu ihrem rollenden Zuhause. Fast jede Nacht schlafen die Holtorfs in dem Fahrzeug. Ein Kanister dient als improvisierte Dusche und auch eine mobile Küche richten sie sich ein. Otto war für uns sicherlich ein Stück Heimat. Otto hat uns Sicherheit gegeben, Geborgenheit, das ist sicherlich der richtige Ausdruck. Wir haben uns in dem Otto wohlgefühlt. Ottos künftiges Zuhause ist das Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart. Der weitgereiste Geländewagen wird Teil der Automobilausstellung. Für Gunter Holtorf heißt es jetzt, endgültig Abschied nehmen. Ja, ich bin heute zum letzten Mal im Otto gesessen, zum letzten Mal mit Otto gefahren und ganz langsam im Kriechgang durch die Glastür hier ins Museum reingefahren. Das bedeutet jetzt endgültig Abschied nehmen, und das ist doch schon eine wehmütige Situation. Erinnerungen an die Reise gibt es zum Glück genug. Etwa die vielen Zeitungsartikel aus aller Welt. Die deutsche Zeitschrift Stern hat die Tour in einem umfangreichen Online-Projekt aufgearbeitet. Viele Bilder zeigen Gunter Holtorf mit seiner Frau Christine. 20 Jahre waren sie gemeinsam unterwegs. 2010 verstarb sie nach langer Krankheit. Nach ihrem Tod bin ich wieder aufgebrochen, auch um das doch sehr, sehr belastende Erlebnis ein wenig vergessen zu können. Und habe dann in den nächsten 4 Jahren, letztlich bis heute, all das noch gemacht, was fehlte. Doch jetzt hat er erst einmal genug vom Reisen. Nach der vielen Zeit hinterm Steuer genießt er die Beschaulichkeit am heimischen Chiemsee. Ein Buch über die Reise ist in Planung, doch allzu eilig hat Gunter Holtorf es nicht. Ich bin in jedem Fall ruhiger geworden, ich bin gelassener geworden. Ich nehme halt viele Dinge, die hier in Europa vielleicht furchtbar wichtig sind, einfach nicht mehr so wahnsinnig ernst. Und damit fühle ich mich wohl, kann ich nicht anders sagen.
Nach 26 Jahren ist Gunter Holtorf angekommen. Nicht nur an seinem Heimatort, sondern irgendwie auch bei sich selbst.